Leute, danke, dass so viele da sind und vor allem danke für diese tolle Solidarität. Es sind ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen von der Stadt Wien da, die in andere Magistratsabteilungen gehören, nicht zu den Wiener Kindergärten. Es sind Kollegen und Kolleginnen aus dem Krankenanstaltenverbund da. Es ist toll. Ich denke, wir können gemeinsam so viel auf die Beine stellen. Da dürfte der Dienst hier mal nachschauen, wie das geht. Ich denke, das ist so die größte gemeinsame Organisation, die MAC in Wiener Kindergärten heute reden. Ich bin eine Kindergartenpädagogin und ich oute mich jetzt. Eigentlich bin ich schon sehr viele Jahre freigestellt für Personalvertretungs- und Gewerkschaftsarbeiten. Und früher war das so irgendwie der Job, dass man sich gedacht hat, das ist toll, ich kann die Kolleginnen unterstützen und die Kollegen und ich sehe, was sich da tut und ich kann mit dem Dienstgeber gemeinsam Tolles bewirken. Ich kann euch sagen, die letzten 2 Jahre haben mir gezeigt, es ist alles anders geworden. Es gibt sehr wenig Spielraum für die Menschen, die tagtäglich wirklich ihr Bestes geben, und zwar zukunftsgesichert. Es geht uns um die Kinder, hauptsächlich um die Kinder. Wir haben Kolleginnen, die krank in den Dienst kommen, Kolleginnen, die ihre Urlaube verschieben. Danke, danke, dass ihr für die Kinder da seid und das alles macht. Veränderte Lohnentwicklungen bei den Kindergartenpädagoginnen und bei den Pädagogen. Es geht aber genauso um die Assistentinnen und die Assistenten. Ohne diese werden wir auch nicht mitkommen. Wir werden auch zukünftig nur gemeinsam unsere Arbeit gut gestalten können. Es geht um Chancengleichheit, es geht um Chancengleichheit, so wie alle meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, für die Kinder, aber auch für die Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Bereich arbeiten. Das eine lässt sich von dem anderen nicht trennen. Das ist wichtig. Politischen Verantwortlichen, aber auch den Gewerkschafterinnen und den Gewerkschaftern auf den Weg geben. Wir werden sehr wohl euch auch daran messen, wie ihr unsere Interessen vertretet und vor allem die Interessen der Kinder. Es kommen wieder Wahlen und wir wollen uns als Wähler und Wählerinnen. Ja. Und nur gemeinsam geht es. Ja. Wünsche ich euch, Ihnen, einen schönen Nachmittag, das an die Verantwortlichen der Moderation zurückgeben und wünsche euch uns viel Glück. Und eins sei noch gesagt, wir hören nicht auf, wir werden nicht müde sein. Am 21. November gibt es einen Aktionstag und da erwarte ich mir und ich hoffe, dass das wieder stattfindet.